Okay, wir sind wieder back. Es kam leider noch kein Angriff. Also ich habe ein bisschen laufen lassen, dachte, hey, wir warten mal auf einen Angriff, dass wir das mit den Gefangenen testen können, aber es ist einfach noch rein gar nichts passiert. Ja. Muss ich unser Lager erweitern. Ich zeige gleich, was in der Zwischenzeit dafür schon so ein bisschen gelaufen ist. Und zwar habe ich jetzt hier die Grube zugeschüttet. Also unsere... Na, ach, da ist was gar nicht gebaut. Gut, die ist auf jeden Fall zu. Hier werden jetzt die letzten Felsen abgebaut. Dann haben wir hier einen richtig schönen freien Platz, wo ich gerne unsere Tiere umziehen würde. Weil ich ja in dem Bereich oder hier irgendwo die große Halle neu aufbauen möchte oder vielleicht noch einzelne Häuser hier platzieren will. Und die Tiere würde ich dann ein bisschen weiter abseits setzen. Nicht direkt in Richtung der Burg. Zum einen wegen der Nähe, zum anderen, weil hier drunter nichts ist, wo es irgendwie einkrachen könnte und ich der ganzen Situation hier nicht so ganz traue. Da möchte ich ungern was Großes drauf bauen. Genau. Deshalb werden die Tiere umziehen. Das steht so als nächstes an. Unser Farmhaus, da ist jetzt die Seite. Was für eine Karawane. Das hatte ich doch schon gemacht. Die war doch schon wieder zurück. Oh Gott, ist das wieder abgestürzt? Letztes Mal habe ich das verpennt. Gut, ja. Gut. Dann nehmen wir mal kurz Kalkstein mit und schicken die wieder heim. Okay. Ansonsten ist nicht viel passiert. Man sieht mit dem... Ich finde, im Schnee kann man echt schlecht bauen. Wir können ja schon mal überlegen, wie wir es von der Einteilung her machen. Ja, vom Stil her würde ich, glaube ich, bei den Hütchen für das Vieh ungefähr in dem Style bleiben. Dass wir da schöne Unterschlüpfe bauen. Ich überlege jetzt gerade, wie wir das Ganze aufteilen. Sorry, ich bin gerade etwas verplant. Genau, wir bleiben bei dem Zaun auf jeden Fall. Und dann hätte ich einfach gesagt, da könnten wir einen geteilten Stall vielleicht machen. Oder wir setzen einen vielleicht so ganz eck. Habe ich das nicht hier auch gemacht? Dass wir ein bisschen verschiedene Styles haben, wobei mir das nicht so gut gefällt, weil das einfach zu nah an die Mauer geht. Nee, das machen wir nicht. I don't like. Wir machen ein paar kleinere Ställe, glaube ich. So. Einfach mal gucken, wie es am besten passt. Ich mache es jetzt etwas größer auch. Kommt schon der erste. Ich muss mal kurz gucken, ob das... Ja, hallo, das sind noch keine 10. 2, 4, 6, 8. Ah, verdammt. Ich muss gleich gucken mit dem Dach, ob es so passt. Aber eigentlich kann ich ja das Einzelne nehmen. Dann natürlich... Ich kann kurz überlegen, war hier dabei schon lange keine Scheune mehr gebaut. Hier ist falsch angedockt, oder? Nee, passt. Ich weiß gar nicht, mit welchen Dacharten habe ich denn da mit, ich glaube, mit Trägdach, okay. Genau. Ich würde die einfach lassen, weil ich finde, Scheunen sollten jetzt nicht so was total was sein. Und dann schön Weidenboden drauf.
Anscheinend haben wir keine Zweige mehr, aber so vom Ding her würde ich sagen, das ist ungefähr so. Gucken, ob ich es jetzt zu groß mache. Ja, finde ich blöd, weil dann geht relativ viel verloren. Wird es vielleicht doch entweder zwei teilen oder wir rücken es weiter rüber. Oder vielleicht eine große Scheune, dass wir eine große machen. Eigentlich hatte ich mir überlegt, hier noch einen Turm in die Ecke zu setzen. Ich mache nochmal kurz anders. Moment. Ihr kennt es ja schon. Ich überlege nochmal neu. Ich würde bei Reinholz bleiben. Dass wir so eine zweigeteilte Scheune machen. Vielleicht rechts und links raus. Ich würde auch gerne mal mit verschiedenen Dingern hier arbeiten. Von der Optik her. Kurz probieren, ob das Sinn macht, was ich hier treibe. Und wir das bauen lassen. So, weil weiter rüber darf ich auch gar nicht. Aber dann gucken wir jetzt mal. Muss ich allerdings die Mittelwand verstärken. Fällt mir gerade so auf, damit ich das mit dem Dach schön hinkriege. Wir hatten das in die falsche Ebene gerade gebaut. Ich das nicht. Mal kurz ausprobieren. Ja, ich weiß, da fehlen die Tore. An sich ist Scheune recht cool, aber dann müsste es eins höher sein, weil so geht es gar nicht. Müsste ich das definitiv höher machen. Was ja jetzt nicht das Problem wäre. Wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn da aber das Holz so ein bisschen drüber gucken könnte. Let's try. Und dann vorne dran so ein kleiner Vorraum. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gleich mal kurz gucken, wie es aussieht. Huch, so weit wollte ich gar nicht. Könnte zu groß sein. Gleich mal testen. Nee, gefällt mir gar nicht. Mickrig. Ich darf da nicht zu weit nach vorne gehen, sonst passt es nicht.
könnte man hier nämlich ein klein bisschen Strohlager aufbauen. Dann hätten wir da die große Scheune. Jetzt müsste ich nur gucken. Entweder ich mache natürlich dann ein Gehege für alle, aber das fände ich jetzt ja zu passend. Aber wir könnten ja sagen, dass hier beispielsweise ein Gehege ist, das gleiche dann hier drüben. Dann hätte ich da nämlich schon zweimal die Tiere versorgt. Dann würde ich dann tendenziell auch auf dieses Dach gehen. Dann hat es ein bisschen noch eine Veränderung drin. Und dann bräuchte ich ja noch, ich habe vier, ne? Auf Ziege. Genau, Kuh. Und Hühnerlis. Das heißt, wir müssten hier noch zwei Gehege machen. Überlege gerade. Muss ich mal kurz gucken mit der Variante hier. Wenn wir da nämlich jetzt uns überlegen, wir ziehen hier den Weg ein bisschen weiter. Gehen dann wahrscheinlich hier rüber. Dann wäre es vielleicht fast besser. Heute bin ich ein bisschen durcheinander mit dem Klicken, gell? Wenn wir das hier so machen, könnten wir hier noch Bäume einsehen. Und ich fände es fast besser, wenn es noch eins weiter weg wäre. Dass wir hier so eine kleine Allee noch machen. Ziehen. Ich finde, die Tiere haben ja was Großes verdient, gell? So ist ja nicht. Hier die Tore hin. Irgendeine Variante ist jetzt wieder die falsche. Ich glaube, die hier ist die falsche gewesen, ja. Eigentlich habe ich es immer so, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich es dann falsch mache. Die Variante. So, dann. Würde ich sagen, hier kommen die Hühner rein. Die brauchen nicht so viel Platz. Und hier machen wir dann nochmal ein größeres Gehege hin. Ich glaube, das fände ich gar nicht so schlecht. Den Hühnerstall würde ich. Ja, gut, das ist ein bisschen klein. Der kann ja nach hinten drüber reichen, auch tendenziell. Oder nach da. Oder ich muss doch noch ein bisschen größer. Wir machen es größer. Viel Platz für die Hühner, ne? Aber da muss ja noch ein Häuschen hin. Hinten ist ja schon das Häuschen. Ja, doch. Finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir sie natürlich erstmal bauen. Hinten arbeiten wir auf jeden Fall mit einem Weidenboden. Und im Lagerraum fände ich jetzt irgendwie einen Steinboden vielleicht besser. Oder einen Lehmziegelboden. Malt wieder nicht da, gell? Muss endlich mal wieder produzieren. Komm, wir gehen auf Holz. Da hätte ich auch super noch so einen Heuschuber drüber. Hätte da von Heuschuber da oben drüber? So halb unterm Dach? Wieder diese verrückten Ideen raus. Mal kurz das Dach ausblenden, das macht mich gerade kirre.
Weil wir könnten ja sagen, dass wir noch die Stelle ein bisschen überdecken. Da dann auch nochmal einen Heulagerplatz haben. Eigentlich ist es doch ganz nice, so von der Denke her. Muss den Kühen nur runterschucken zum Essen. Tendenziell müsste ich hier auch noch so ein paar Dinger reinmachen, dass das so aussieht wie ein Schlag, aber nee, das lassen wir jetzt mal. Lass es mal ein bisschen offen. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn es so fertig gebaut ist. Das so lassen. Das Gute ist, wir können auch dann noch ein bisschen Fenster ab einplanen bei der Größe jetzt hier. Ja, doch, könnten wir eigentlich echt machen. Die nämlich als nächstes umziehen. Nur bald die große Halle und so angehen, das ist doch auch ganz nice. Da müssen wir noch ein Tor einplanen, ne? Da war ich mir jetzt gar nicht sicher, wo es genau hinpasst, wenn ich Bäume setze. Kurz überlegen, wenn ich da Bäume hinmache. Keine Weiden, die verteilen sich zu viel. Eigentlich würden hier auch wieder Apfelbäume hinpassen. Finde ich, so vom Ding her. Also. Ach komm, passt der Boden natürlich wieder nicht. 2, 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zack. Warte, das wird doch dann eine schöne Allee. Falls wir genug Äpfel haben. So, und dann kann ich ja hier. Ich würde es echt hier oben machen, weil das einfach vom. Nee, kommen wir mal zurück. Ich dachte, vom Bauernhof-Logik her passt es oben am besten, aber. Das hier unten ist einfach näher. Die Deko macht man dann, wenn es steht. Dann müsste das doch. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Eisen endlich mal noch wegkriege. Das ist so viel Eisen. Vielleicht packen wir es doch jetzt irgendwo mal abseits hin, dass es mich nicht mehr nervt. Das ist die reinste Katastrophe. Ich will es halt nicht wieder irgendwo hinschmeißen. Das macht mich immer kirre. Nochmal auf niedrig. Oh, ich glaube, das könnte cool werden. Huch, Karawane. Karawane zieht weiter. Okay, Gegemarkierer traue ich mich jetzt gerade noch nicht zu bauen, weil ganz ehrlich, das könnte uns wieder in die Hose gehen. Die Tröge bauen wir auch noch nicht. Wir warten, bis das hier fertig wird. Müssen aber eine Leiter wahrscheinlich einplanen für die Bögen. Außenwand.
Sie würden auch von oben dran kommen, wenn das mal gebaut ist. Aber so denke ich, geht es ein bisschen schneller. Dass wir echt keine Zweige haben, ist ja auch krass. Paar Bäume hier rausnehmen. Gut, die Zweige werden natürlich vorrangig auch für das Heizen hergenommen. Weil ich die ja sonst für nichts gebrauchen konnte. Kommen jetzt auch nicht so viele Zweige raus. Mein Gott, braucht immer nur einen Zweig. Aber nicht gleich verfeuern wieder, Leute. Könnt ihr bitte bauen? Baut bitte damit. Ich kann das aber nicht sagen. Hier, mach alle, ne?